Martin Lee und ich arbeiten gemeinsam an einem großen Projekt zur Organisationsentwicklung an der Freien Universität Berlin, zu dem wir ganz kurz was erzählen wollen, bevor wir dann in das Thema Community Building im digitalen Raum einsteigen wollen. Das Projekt, an dem wir arbeiten, ist ein Element der Organisationsentwicklung für das gesamte Bibliothekssystem hier an der FU. Das umfasst die Universitätsbibliothek, Fachbereichsbibliotheken, das Center für digitale Systeme und das Archiv. Und innerhalb von 2 Jahren versuchen wir, verschiedene Aspekte unserer Services und Zusammenarbeit zu ändern. Eine der wichtigsten Sachen, die wir machen in diesem Projekt, ist, dass wir versuchen, die Organisationskultur, die Kommunikationskultur zu verändern, sodass wir insgesamt agiler arbeiten. Und unser wichtigster Vorsatz ist es, dass wir uns stärker auf die Menschen konzentrieren wollen, sowohl unsere Nutzenden als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander. Das bedeutet, dass, wenn wir in unserem Projekt Angebote machen, Mitgestaltung ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist und wir, wie man hier auf den Bildern sehen kann, sehr, sehr viele Präsenzveranstaltungen mit sehr, sehr vielen Leuten gemacht haben in den vergangenen 1,5 Jahren. Und wie sich das verändert hat jetzt unter den Pandemiebedingungen, wo wir eben in den digitalen Raum gedrängt wurden, den wir natürlich auch sonst gerne besuchen, aber normalerweise unsere Community-Aktivitäten nicht dort machen. Darüber wollen wir in der nächsten halben Stunde kurz sprechen. Wir möchten dabei anhand von 4 Beispielen erzählen, wie wir unsere Aktivitäten im Bereich Community-Bildung, also das Vernetzen von Menschen untereinander und dem Entstehen lassen von eigenen Impulsen, wie wir das im vergangenen halben Jahr gemacht haben, wo wir einfach nicht 80 Leute in einen Workshop-Raum für einen ganzen Tag mehr zusammenbringen können, sondern andere Wege finden mussten. Wir möchten das so machen, dass wir 4 Beispiele vorstellen. Und zwar relativ kurz und wir möchten Sie herzlich einladen, auch direkt Fragen dazu zu stellen. Also wir machen nicht einen langen Vortrag und dann ein bisschen Q&A, sondern gerne auch zwischendurch nehmen wir schon Fragen entgegen und setzen uns da gerne mit Ihren Kommentaren auch auseinander. Parallel fänden wir es super, wenn wir einen Austausch finden könnten, der ein bisschen längerfristig haltbar ist als nur der Chat. Deswegen haben wir ein Etherpad eingerichtet über die Wikimedia-Instanz von Etherpad. Die ist im Chat ganz, ganz oben auch nochmal verlinkt. Und wir möchten Sie herzlich einladen, da sozusagen mitzulesen, auch da Fragen zu notieren. Da können wir auch hinterher uns noch ein bisschen austauschen. Und wir haben über den Vortrag verteilt oder über unseren Mini-Mini-Workshop verteilt insgesamt 5 Fragen, die wir gerne an Sie und euch stellen wollen. Und diese Fragen, die sind immer diese kleinen Post-its, die jetzt auch unten auf der Folie eingeblendet sind. Und wenn die auftauchen, dann können alle die unter Ihnen, die gerne mit Second Screens und Multitasking arbeiten, kurz rüber zum Etherpad flitzen und da vielleicht eine Antwort hinterlassen. Martin und ich werden uns im Vortrag abwechseln. Das heißt, jeweils die andere Person wird auch ins Etherpad gucken und auch in den Chat. So, Martin, jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Möchtest du auch noch ein Begrüßungswort sagen, bevor wir in den Inhalt einsteigen? Ja, hallo von mir. Ich wollte noch kurz ergänzen, dass man sich auch melden kann. Diese Funktion kennen Sie bestimmt alle schon. Und wir würden auch Leute, die hier eine Audiospur hinterlassen wollten, auch spannend dran nehmen. Also es gibt die Möglichkeit Chat, die Möglichkeit Etherpad und die Möglichkeit melden. Und alles drei werden wir hier im Blick behalten. Jeweils immer der andere, der gerade nicht spricht, hat das dann im Blick. Genau. Dann würde ich direkt loslegen mit dem ersten Beispiel. Also unser Thema ist Communities, also Menschen, die zusammenkommen, um sich über Themen auszutauschen, die sie längerfristig beschäftigen. Und eine Sache, die wir jetzt quasi auch unter Pandemiebedingungen an den Start gebracht haben, das ist eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema Nachhaltigkeit, also ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit im Sinne der UN Sustainability Goals. Und hier ist es so, dass es vor der Pandemie, also im realen Raum, sich eine kleine Gruppe bereits mehrfach getroffen hatte.
um zu überlegen, was man eigentlich machen könnte. Und wir hatten einen Workshop geplant, bei dem die Leute zusammenkommen können. Und wir mussten dann sozusagen unter Pandemiebedingungen diesen Plan ändern und haben dann relativ kurzfristig überlegt, wie wir eigentlich aus so einem Workshop ein digitales Format machen könnten. Und was uns da als Schwierigkeit begegnet ist, ist, dass die Leute sich untereinander eigentlich nicht kennen, weil das kein Thema ist, wo die Leute aus Arbeitszusammenhängen schon zusammengekommen sind, sondern sie finden sich eigentlich erst darüber. Und das lässt sich in so großen digitalen Workshops, also wir haben so eine Teilnehmerzahl von 30, 40 Personen erwartet, immer so schwer umsetzen, dass Leute sich erst kennenlernen. Das heißt, wir haben uns dafür entschieden, dass wir einen großen Workshop machen, der aber eher so eine Art aufeinanderfolgende Vorträge abbildet, also sehr frontal mit so kleinen interaktiven Elementen immer mal wieder dazwischen, so ein bisschen wie jetzt auch hier, indem wir die Kolleginnen und Kollegen in das Thema reinbringen, dass wir dann aber in einem zweiten Schritt sagen, und jetzt überlegt euch doch, welche Themen euch wirklich interessieren, die ihr vertiefen wollt, und dafür haben wir dann kleinere Gruppen eingerichtet, die auch nicht zentral organisiert wurden, sondern die fast schon mit so einem agilen Prinzip im Hintergrund selbst organisiert sich dann zusammenfinden, um weitere Themen zusammenbringen. Und dieses Thema fällt für uns in den Bereich Community Building, weil es hier eben nicht nur darum geht, Leute zu einem Thema, das bearbeitet werden muss, zusammenzubringen, sondern dass das Nachhaltigkeitsthema vor allem mit seinen ökologischen Komponenten was ist, was uns sozusagen alle als Menschen betrifft und wo die Kolleginnen und Kollegen ihre eigenen persönlichen Interessen reinbringen. Das heißt, hier glauben wir, dass wir mittelfristig hier den Grundstein für eine Community gelegt haben. Und zwar vor allem, weil das Interesse für dieses Thema intrinsisch ist und weil das vorher schon da war. Und wir sozusagen Leute, die eigentlich schon eine Community hätten sein können, zusammenbringen über die Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Und im Nachdenken über Community und auch Gemeinschaft in einer Organisation ist uns immer wieder aufgefallen, dass es bestimmte Themen gibt, die sich dazu gut eignen. Und Nachhaltigkeit ist eins davon. Und unsere Frage im Etherpad deswegen wäre hierzu, ob Sie auch schon Erfahrungen gemacht haben mit so übergreifenden Themen, die jetzt nicht konkrete, ergebnisbezogene, erfolgsbezogene Themen sind, die sich gut eignen, um Menschen zusammenzubringen und vielleicht Community- oder gemeinschaftsstiftend sein können. Genau, das wäre die kurze Zusammenfassung unseres Nachhaltigkeitsthemas. Gibt es dazu Nachfragen oder Kommentare? Also im Etherpad sehe ich schon ein ganz fleißiges Schreiben auf diesem Post-it. Und Themen, die hier genannt werden, sind zum Beispiel Themen, bei denen politische Aushandlungsprozesse passieren müssen, zum Beispiel Energiewende oder Zukunftsthemen, gesellschaftlich relevante Themen. Und das ist ja genau das, was du auch gerade gesagt hast, ja. Zum Beispiel AG Nachhaltigkeit. Also ist ja genau das eins davon. Aber eine konkrete Frage ist da noch nicht versteckt. Nein, das wird schon. Gut, dann gucken wir uns die Ergebnisse gleich nochmal kurz an und ich würde dann unser zweites Beispiel kurz vorstellen, was ein bisschen größer gelagert ist. Und witzigerweise komme ich gerade aus einer Besprechung mit den Kolleginnen in Edinburgh. Was wir nämlich gemacht haben, ist eine ganz andere Art von Community-Aufbau zu starten. Und zwar möchten wir, dass die Freie Universität Berlin und die BibliotheksmitarbeiterInnen hier in stärkeren Austausch mit internationalen Universitäten kommen. Und die Partnerinstitution, die wir uns ausgesucht haben oder die uns zugeflogen ist, weil wir ganz viele thematische Überschneidungen haben, ist die University Library in Edinburgh in Schottland, in Großbritannien. Und hier ist es tatsächlich so, ein bisschen ähnlich wie bei dem Nachhaltigkeitsthema, dass der Kern dafür im Realen gelegt wurde. Also die persönlichen Begegnungen, die hier den Ausschlag gegeben haben, das waren Begegnungen auf Konferenzen und in Fortbildungskontexten,
wo wir mit den Themen Open Science, Leadership und Digital Humanities Anknüpfungspunkte hatten, wo Kolleginnen der beiden Häuser sich kennengelernt haben. Aber darauf aufbauend sind wir jetzt dabei, trotzdem, obwohl wir uns ausschließlich im Digitalen bewegen können, eine echte Kollaboration aufzubauen. Hier ist es so, dass das im Moment noch eine relativ formale Dimension hat. Also wir haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet und das alles wurde komplett im digitalen Raum ausgehandelt. Also es gab da keine großen gegenseitigen Besuche, sondern das ist alles, hat alles digital stattgefunden. Aber der eigentlich zündende Funke für die Community selbst, den hoffen wir, dass wir den in 3 Wochen legen können, weil wir da ein übergreifendes Event mit beiden Häusern machen, wo wir möchten, dass die sich besser kennenlernen. Und hier ist natürlich auch die Krux, da drauf zu achten, dass wir nicht einfach machen, hier, wir machen Katalogisierung so und ihr macht E-Learning so, das sozusagen gegenseitig vorzustellen, sondern tatsächlich die Möglichkeit zu schaffen, sich über Inhalte tatsächlich zu begegnen. Und unsere Hoffnung ist, dass wir das schaffen, indem wir erst so eine Art Vorstellungsevent machen, was eher auf Präsentationen beruht, aber direkt dann in einen Austausch darüber gehen, was kann eigentlich unser Haus toll und was finden wir an eurem Haus eigentlich interessant, sodass wir dann in einem nachfolgenden Event direkt die Menschen mit ähnlichen Interessen zusammenbringen können, um zu gucken, ob es da vielleicht Anknüpfungspunkte gibt, um weiter zusammenzuarbeiten oder sich aber auch nur weiter auszutauschen. Also dieser Austausch muss nicht notwendigerweise über arbeitsbezogene oder irgendwie effizienzorientierte Themen erfolgen. Das heißt, hier ist auch der Schlüssel eigentlich im Digitalen rauszufinden, wofür die Kolleginnen und Kollegen sich interessieren und dann dem einen Raum zu geben, dass sie sich in diesen themenorientierten Gruppen dann treffen können, um selbst zu entwickeln, was als nächstes passiert. Was auch wichtig ist als Voraussetzung, damit das überhaupt möglich ist, ist, dass das Thema Internationalisierung und der Wunsch, sich international stärker zu orientieren, vorher schon da war. Das haben wir vorher schon viel thematisiert. Das ist Teil der Identität unserer Universität als internationaler Netzwerkuniversität. Und wir haben in den Bibliotheken das auch schon ein bisschen gefördert, indem wir zum Beispiel seit letztem Jahr einen Inhouse-Englischkurs angeboten haben, der die Kolleginnen und Kollegen auch dazu weniger befähigt, als eher ermutigt, eben auch mit ihren Englischkenntnissen rauszugehen und sich zu verbinden. Der Boden war deswegen also schon bereitet. Genau, da haben wir eine Frage, Martin, ne? Sehe ich das richtig? Genau, die Frage ist, worin besteht der Vorteil des internationalen Austauschs im Vergleich zum Austausch mit nationalen Universitätsbibliotheken? Ich finde das Konzept sehr spannend. Willst du einen Satz dazu sagen? Ich verstehe die Frage nicht ganz exakt. Also was sind nationale Universitätsbibliotheken? Ich bin mir nicht sicher, ob Nationalbibliotheken genannt werden. Nee, ich glaube, sie meint, warum vernetzen wir uns nicht nur mit deutschen, sondern auch mit internationalen Kooperationspartnern? Ach so, also mit deutschen, okay. Ja, ja. Also ja, interpretiere ich jetzt mal die Frage, ne? Genau. Ja, also das, ja, wir haben ja noch die Bestätigung. Genau, und das Vernetzen auf im deutschsprachigen Raum, glaube ich, das machen wir schon sehr, sehr viel in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Communities und sehr vielen anderen Begebenheiten. Und was wir bis jetzt an der Freien Universität Berlin gar nicht gemacht haben, ist auf einer institutionellen Ebene mit also über Deutschland hinaus zu gucken. Und das ist neu für uns und ich glaube, wir können nochmal ganz neue Perspektiven und Hintergründe und Aspekte sehen, die wir in einem deutschen Kontext einfach nicht sichtbar haben, weil halt bestimmte Rahmenbedingungen von deutschen Universitätsbibliotheken alle relativ ähnlich sind, zum Beispiel. Ja. Also selbst die Landesunterschiede, sagen wir mal, zwischen Süddeutschland und Norddeutschland, die sind nicht so groß wie beispielsweise zwischen Deutschland und Skandinavien oder Deutschland und USA oder Neuseeland oder eben auch Schottland. Ja. Und das ist einfach ein neuer Möglichkeitsraum zu lernen für uns, würde ich mal so sagen.
Ja, und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich klarzumachen, wenn wir jetzt bei diesem Bibliotheksthema bleiben, dass gerade deutsche Bibliotheken eine sehr spezifische Struktur haben und hier über den Tellerrand rauszugucken, wie das anderswo gemacht wird, total wichtig ist. Und die Idee in der Edinburgh-Kooperation ist tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob dieser Begriff es auch ins Memorandum geschafft hat, dass wir Critical Friends sein wollen, also dass wir auch die andere Institution angucken mit einem Blick von außen, was finden wir spannend, was finden wir neu oder was finden wir auch verwirrend, was man vielleicht gar nicht so gut kann, weil man aus genau demselben Organisationsprinzip rauskommt und auch mit den gleichen Fördertöpfen operiert und so. Genau. Ich finde auch noch einen Aspekt interessant, also gerade andere Kulturkreise, und dazu würde ich jetzt mal den angloamerikanischen Bereich auch dazu nehmen. Wir sehen ja, dass im digitalen Raum die Kommunikation ein bisschen anders ist oder zumindest dort eine Lernkurve ist oder zumindest auch andere Aspekte eine Rolle spielen. Und da auch Unterschiede zu sehen, eine Videokonferenz mit internationalen Kolleginnen und Kollegen und innerhalb der eigenen Organisation, des eigenen Teams oder in einem deutschsprachigen Kontext, das ist anders jeweils, ne? Und das ist auch spannend zu sehen, was da jeweils dann verschieden ist aufgrund anderer Gepflogenheiten oder Kulturen. Genau. Super. Dann hätten wir jetzt kurz noch mal Zeit, auf die Antwort zu dieser Frage einen ganz kurzen Blick zu werfen, was Sie noch als übergreifende Themen sehen. Ich gucke da noch mal kurz rein. Wenn man sich an den Grund erinnert, warum man sich in dieselbe Einheit, Referat, Unternehmen beworben hat, also die Beweggründe gemeinsam nochmal zu reflektieren. Martin sagte eben schon, Themen, bei denen politische Aushandlungsprozesse passieren müssen, Energiewende zum Beispiel. Ja, ein Thema, was uns natürlich auch extrem interessiert, ist Zukunft der Arbeit. Das ist was, was uns alle angeht. Ich denke, dass das auch sich gut eignet. Und hier sind noch die Begriffe Mobilität und Wohnen gefallen, sowie Hobbys, Politik, eigentlich alles. Genau, ich finde auch diesen Hobbys-Punkt tatsächlich ganz wichtig. Wir werden gleich sehen, dass wir manchmal auch lustige Sachen machen. Das ist eine tolle Überleitung, oder Martin, zu deiner nächsten Folie. Ja, wir haben, also ich gehe weiter mit den Beispielen. Wir haben ja vier Beispiele hier geplant vorzustellen. Und das dritte ist, dass wir Sommerfeste und Team-Events gemacht haben. Im letzten Jahr haben wir ein relativ großes Team-Event am Wassersportzentrum der Freien Universität Berlin organisiert mit mehreren hundert Leuten und auch Team-Challenges. Sowas wie Marshmallow-Challenge kennen wahrscheinlich viele oder sowas in dieser Art. Und eins der übergreifenden Ziele war, dass die Leute sich bereichs- und häuserübergreifend besser kennenlernen sollen, um dann weitere Aktionen und Dinge im Change-Projekt in der Organisationsentwicklung auch leichter zu machen oder beziehungsweise damit sie besser, Leute auch einfach besser kennenlernen. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben sehr, sehr, sehr gutes Feedback bekommen und waren sehr, sehr froh damit. Und haben dann, als Corona angefangen hat und Pandemiebedingungen herrschten, überlegt, wie wir das machen können, zufällige, informelle oder andere soziale Interaktionen im digitalen Raum zu ermöglichen. Und auf dieser Skala, also mit vielen, vielen, vielen Leuten gleichzeitig an einem Ort, haben wir bis jetzt keine Lösung gefunden. Das ist für uns nicht so möglich. Also gerade bei Leuten, die sich nicht kennen, scheint das uns sehr, sehr, sehr schwierig zu sein. Wir haben jetzt experimentiert mit sehr, sehr vielen kleinen Formaten, so kleinen informellen Webtreffs und sowas. Das habe ich im Etherpad, habe ich so ein paar Punkte auch schon gesehen, die hier genannt worden sind. Das probieren wir aus und das funktioniert auch teilweise schon ganz gut. Aber ein Event auf dieser Größenordnung, das haben wir nicht geschafft. Ich gucke ein bisschen auf die Zeit, deswegen gehe ich mal auf das nächste Beispiel schon. Ich möchte einen Satz zum Etherpad sagen. Da hat jemand geschrieben, virtuelle Pen- und Paper-Runden. Da würde ich gerne noch wissen, was damit gemeint ist, ob damit wirklich so Rollenspiele gemeint sind oder was anderes. Und auch die Idee, Lesezirkel einzurichten, finde ich auch noch total super. Ja, ich gehe mal auf das vierte Beispiel. Also eins der Projektziele ist es, Agilität generell in der Organisation einzuführen. Und wir versuchen das über die Methoden, beispielsweise Scrum einzuführen, über Prinzipien, dass wir
in den Workshops, aber auch in AGs oder Projektgruppen Iterationen, Timeboxing, Prototyping einführen oder benutzen. Und dann auch über Werte, also beispielsweise Kollaboration, Experimentieren, Fehlerkultur, solche Dinge. Und darüber hinaus bauen wir gerade an einer Agile Community bei uns an der Institution, und es gibt auch mittlerweile Ansätze im Bibliotheksraum beispielsweise und natürlich auch ganz viele andere Agile Communities schon darüber hinaus, national, international, berlinweit, an denen wir anknüpfen wollen. Und an unserer Organisation wollen wir vor allen Dingen den Rahmen dafür schaffen und Infrastruktur und Unterstützung. Und das sind zum Teil kleine Sachen, wie zum Beispiel den Chatraum aufmachen oder Wiki-Seiten, aber dann eben auch die Leute einfach vor allen Dingen zusammenzubringen, die diese Community bilden könnten. Und eine Frage, die jetzt im Etherpod da verzeichnet ist, ist eben, welche agilen Prinzipien und Methoden sind wohl gut geeignet zum Community-Building? Und uns scheint eine der wichtigsten Erkenntnisse hier für uns zu sein im digitalen Raum, dass ein agiles Mindset eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung auch hier ist. Also auch mehr als jetzt Methodenkompetenz beispielsweise. Oder ganz allgemein auch das, das sage ich später, aber gibt es im Etherpod vielleicht noch ein paar Punkte dazu zu dieser Frage schon? Also das scheint unsere Teilnehmenden nicht so sehr anzusprechen wie die anderen Themen. Ich weiß nicht, ist das zu schwierig? Arbeiten Sie eher nicht mit agilen Methoden? Oder ist die Frage schief? Das würde ich, ja genau, da schreibt gerade jemand, schwierig sozusagen. Okay, dann lassen wir das erstmal so, wa? Aber vielleicht kann ich noch, also mein letzter Gedanke dazu war, dass natürlich agile Methoden und Agilität eigentlich sehr, sehr gut zum Digitalen passen oftmals. Ne, da kann man sehr, sehr viel machen, und das ist, da sind sehr viele Dinge da im Netz schon immer da gewesen. Da kann man dran anknüpfen, voneinander lernen. Das Einzige, was da Hintergrundpunkte sind halt so Datensicherheit, Datenschutz, Dinge, Zertifizierung an den Institutionen und sowas in dieser Art. Es gibt jetzt noch eine Frage im Chat von Christina Kriens. Wie fördere ich ein agiles Mindset? Also eine Sache, die wir natürlich extrem viel einsetzen, ist Learning by Doing. Also agiles Mindset bedeutet ja, dass man sich auf Experimente einlässt, dass man damit klarkommt, dass man nicht immer alles 100% zu Ende denken kann, bevor man handelt, dass man mit Prototypen an den Start geht und ein bisschen schneller arbeitet. Und das ist was, das kann man nicht verordnen, sondern das muss man eigentlich machen. Das heißt, wir versuchen in unseren Aktivitäten, soweit uns das möglich ist, das bereits vorzuleben. Und wenn wir neue Arbeitszusammenhänge starten, also wenn sich neue Gruppen finden, bemühen wir uns jetzt seit kurzem, denen sozusagen von Anfang an einen kleinen Werkzeugkoffer mit an den Start zu geben. Also einerseits zu zeigen, dass Agilität produktiv sein kann, andererseits aber auch Methoden gezielt zu vermitteln, also nicht nur vorzuführen, sondern auch zu vermitteln, die Kolleginnen und Kollegen dann damit rein benutzen können. Hast du noch gute Tricks zur Förderung eines agilen Mindsets, Martin? Es gibt keine Tricks, glaube ich, das ist ja das Spannende daran, sondern das ist etwas, was viele, viele Schritte erfordert und sehr, sehr viel Arbeit und ein Mitziehen von vielen Leuten einfach. Das ist ein Teil von Organisationskultur, der sich mit Zeit über Zeit entwickeln muss. Ja, also gibt eine Haltung. Und es gibt noch die Frage, was ist das für ein Werkzeugkoffer? Das ist ein Werkzeugkoffer, den wir aufbauen. Also wir haben jetzt angefangen mit, wir stellen Scrum als Prinzip vor und werden den nach und nach aufbauen, damit wir sozusagen nicht auf die alles, was es zum Thema Agilität gibt, auf der Welt zurückgreifen können, sondern dass wir für uns als Organisation so ein paar zentrale Sachen erarbeiten, die wir gemeinsam benutzen, und wir fangen an mit Scrum-Prinzipien. Ja, dann komme ich zu den Learnings.
Die haben wir jetzt schon ein bisschen angesprochen. Die waren mit drin in dem Vortrag jetzt schon ein bisschen. Das ist sozusagen auch ein bisschen eine kleine Zusammenfassung. Die eine Erkenntnis ist, dass Communities einen eigenen Purpose haben oder haben sollten. Auch vor allen Dingen, sonst funktioniert das nicht. Und dann entwickeln sie auch eine starke Eigendynamik. Also das heißt auch, dass die Communities ganz stark aus Themen entstehen und nicht einfach über einen Auftrag, den jemand erteilt, oder auch nicht durch Abteilungszusammenhänge, dass also bestehende Teams einfach jetzt sagen, wir sind jetzt eine Community. Sondern es ist immer ein Thema wie beispielsweise Nachhaltigkeit, was wir eben am Anfang hatten, und das gemeinschaftsstiftend wirkt. Und ein dritter Punkt ist eben, dass es kein Top-Down-Prozess ist. Das heißt, nicht der Direktor sagt jetzt hier, wir machen eine Community zum Thema Nachhaltigkeit, sondern wir können nur den Rahmen dafür schaffen als Organisation, dass eine Community sich bilden kann. Das heißt, sowas wie auch Zeit geben oder einen Raum geben. Dann müssen die Menschen das machen. Ne? Und ich glaube, was ein Gedanke, der noch damit dann zu tun hat, ist, dass generell in diesem Community Building, genauso wie bei dem Agilitätsgedanken oder was auch zum agilen Mindset eigentlich gehört, ist, dass Menschen und Interaktionen über Tools und Prozesse stehen. Und das ist auch vielleicht die Quintessenz jetzt aus dem Vortrag. Ne? Wir haben ja jetzt nicht ganz viel erzählt über die vielen, vielen, vielen Werkzeuge und Methoden und Tools und Softwares, die wir, Plattformen, die wir verwendet haben, wovon wir eine ganze Reihe eingesetzt haben, weil wir nämlich tatsächlich generell den Menschen und die Interaktion zwischen den Menschen in den Vordergrund stellen und die Tools und Werkzeuge dem dienen müssen. Gut. Und wir fragen jetzt als letzte Frage an Etherpad, was sind Ihre wichtigsten Einsichten zum Thema Community Building unter Pandemiebedingungen? Ja, da gab es auch gerade schon eine Antwort, und die war, dass dieses Arbeiten agiles Mindset fordert, ne? Also, dass man das da mehr braucht. Es gibt eine Etherpad-Zeichenbeschränkung pro Person? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht genau, was da jetzt passiert ist. Aber genau. Wir haben jetzt noch einen kurzen Moment Zeit, noch Fragen zu beantworten. Und wir können aber auch gerne das Etherpad auch noch weiter offen lassen, wenn da noch jemand reinschreiben will. Und Svenja ist auch da. Hallo Svenja. Hat gerade gesagt, man muss das Etherpad dann neu laden. Ich tue den Link auch noch mal rein. Martin, kannst du die letzte Folie noch mal zeigen mit unseren Kontaktinfos? Wie eine Uhr. Ach so, warte. Ja, bei mir lädt es auch. Also Christina Krien fragt noch mal, was denkt ihr, kann ich Anreize schaffen, um sich in Communities einzubringen? Und wenn ja, welche? Also ich glaube eigentlich nein, weil der Witz an den Communities ist ja genau, dass es eine intrinsische Motivation gibt, an diesen Themen teilzunehmen. Was man aber machen kann, ist, die Hürden zu reduzieren. Also wie Martin eben schon sagte, wenn die Leute keine Zeit haben dafür oder wenn sie denken, ja, aber meine Teamleitung denkt, das ist irgendwie Quatsch nebenbei, das gehört gar nicht zur Arbeit, das kann als Hürde wahrgenommen werden. Das heißt, klar zu machen, das machen wir im Moment ganz, ganz oft, dass wir von den Personen mit Leitungsverantwortung, dass wir die bitten, dass die ganz deutlich sagen, im Moment ist der virtuelle Kaffeeklatsch natürlich Arbeitszeit, weil das ganz wichtig ist, dass wir uns treffen. Also ich würde eher Hürden senken, statt Anreize schaffen, hochbringen. Oder Martin, was meinst du? Ja, das würde ich auch so sehen. Und das ist nicht selbstverständlich. Ne? Also es gibt, glaube ich, ganz viel immer so die Vorstellung, dass bestimmte Dinge nicht erlaubt sind oder nicht gehen oder eben andere Prioritäten dann da sind, und das hilft, wenn man das dann auch aus einfach sagt. Ja,
Und wir haben hier noch eine Frage von Olga Jarubski, die fragt, bis zu welcher Anzahl der Personen funktioniert eine digitale Community im universitären Bereich? 50 Personen, 100 Personen? Ich glaube, da haben wir noch keine Erfahrungswerte. Ne? Das wird auch von den Themen abhängen. Da würde ich mal sagen, das kann man pauschal gar nicht so beurteilen. Also es gibt Communities, die Kontinente überspannen. Da wäre ich jetzt unsicher, eine Antwort zu geben. Wir haben es 14.30 Uhr, das heißt, wir sind quasi schon am Ende unserer Zeit angekommen. Jetzt ist auch die Folie mit unseren Kontaktdaten geladen. Ich habe eine letzte Frage hier von Svenja Rühland, die fragt, mit welchen Plattformen und Kommunikationskanälen habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Slack versus E-Mail-Verteiler versus LinkedIn. Wir sind da relativ eingeschränkt, weil wir uns auf Software verlassen müssen, die an der Universität freigegeben ist. Unser wichtigstes Tool sind interne Wikis. Also wir haben eine Confluence-Wiki-Instanz, die wir intensiv nutzen für extrem viele Sachen, inklusive zum Beispiel das, was wir jetzt im Etherpad machen, das würden wir bei einer internen Veranstaltung im Wiki machen. Damit arbeiten wir total viel. Und wir benutzen einen Chat über Jabber zum Beispiel,